Alter, wir haben jetzt Ende September 2022 und es wird dunkel. Ende September, habe ich September gesagt? Ende August. So, jetzt habe ich hier diese Pendelstütze, die kommt jetzt hier hinten rauf. So. Dazu nehme ich mir Spüli und versuche die irgendwie da rauf zu würgen. Also ich nehme jetzt da kein Fett oder so, weil Fett ist nicht flüchtig und das könnte eventuell beim Fahren wieder runterhopsen. Und das muss wirklich hier hinrutschen. So. Wunderbar. Ich hätte nie gedacht, dass das so leicht geht. Kollateralschäden gibt es überall. Aber mit Spüli geht es gut. Jetzt kümmern wir uns um den Stoßdämpfer. Der kommt hier oben drin. Der hat einen Halter. Und der Halter wird hier oben mit 100 Newtonmeter angeschraubt. Mutter und die Schraube. Den New One. Der wird dann in diese, naja, Stoßdämpferhalterung, sage ich jetzt mal, eingefädelt. Kommt da langsam hoch, siehst du? So, hier haben wir diese Gummiteile, Hülsen und Scheiben und alles drum und dran. Die Schraube hier oben drauf, sollst du mit 35 Newtonmeter anziehen. So. So, so. Der Stoßdämpfer kommt immer auf die Seite nach unten, wo der Pilz, also der Anschlagpuffer ist, so rum. So, dann kommt wieder so ein Jummi-Teil, dann kommt die Scheibe, die große, und dann kommt die Mutter rauf. Und die Mutter wird, wie gesagt, mit 35 Newtonmeter angezogen, dazu nehme ich aber einen Schlagschrauber und drehe die so weit ein, ja, dass diese Teflon-Gewebe in die Winde kommt und dann ist es fest. So, jetzt kommt es langsam, so muss es dann aussehen. So, jetzt habe ich den Stoßdämpfer jetzt hier drinnen, hier oben sitzt, hängt da schön, siehst du? So, und dann hast du diese Schrauben dort und die ziehst du jetzt mit 100 Newtonmeter fest. So. Jetzt muss ich den ganzen Ramsch einmal hochdrücken, um die Schraube hier von dem Stoßdämpfer dann durchzukriegen. So, Schraube einfach ohne was durch hier an der Seite. So, dann kommst du schon. Du drückst jetzt den Stoß einfach hoch oder du lässt jetzt wieder den guten ab hier ein Stück. Und dann musst du das aber mit dem Hammer reinkloppen. Jetzt musst du doch den Stoß einfach ein bisschen hochdrücken. Aber ich denke mal, das sollte jetzt kein Problem sein. Anzugsdrehmoment 160 Newtonmeter. So, 160 Newtonmeter. Hammer. So, das waren 160. So, jetzt versuchen wir mal das Ankerblech anzutüdeln hier. Wird wahrscheinlich gar nicht mehr so einfach sein aufgrund der verrosteten Löcher. Also Schraubenlöcher, obwohl ich die Schrauben sauber rausgekriegt habe. Oh doch, das sieht gut an. So. Da
ich glaube, das ist auch TÜV-relevant, ne? Ach, das geht schon mal, ich weiß es ja nicht. Und bloß wirklich vorsichtig anziehen und nicht mit Gewalt, ne? So, wenn ich so was immer mache, ich hab das jetzt sauber gemacht, ich mache immer hier ein bisschen Keramikpaste drauf. Das hängt ja aber überall an den Klamotten. Die Schraube, die kriegt 10 Newtonmeter. So, wir haben einen Bremsträger haben wir jetzt hier und der wird an den Radnabel mit 280 Newtonmeter angezogen. Und die Bolzen hier, die Schwimmsattelbolzen, die werden schön gefettet, aber kein normales Fett, weil normales Fett hat nicht so eine hohe Temperaturbeständigkeit. Ich nehme dann einfach Kupferpaste. Ne? Kupferpaste ist bis 1000 Grad. So, die sind jetzt noch nicht drin, ich mag aber gleich drin. Und der Schwimmsattel wird mit 25 Newtonmeter angezogen. Also das ist nicht viel. Ne? 25 oder 35? Ich glaube 25. So, mal gucken, wie rum das hier kommt. Ich glaube so rum. Und die Schrauben habe ich immer ja, zum Reinigen in Zitronensäure gelegt. Und noch. So, das war's. So. Wie gesagt, ich nehme hier halt immer Kupferpaste und die hat bis 1000 Grad. Ich habe diese Bolzen auch nur neu. Aber die alten tun es auch. So und so rum anbauen, da gibt es kein Hin und Her. Na, mal gucken, wie sich das verhält. Hier ist der Bremssattel, ne? Den muss ich auch bisschen entschmieren. Und zwar hier ein bisschen auf dem Bremskolben so. Mhm. Und hier unten auch. So. Jetzt kann der Apparillo ruf. Und da muss man darauf achten, dass die Dinger hier, diese metallisch, die jetzt metallisch schießt, ne, nicht vorbeistehen, sondern eben so angedrückt werden. So, ne? Also sie dürfen nicht aus diesem Loch rausgucken. So, für die Reparatur der Bremse hier oben, diese Kabel, was ich nicht Kabel, für die Leitung, die ich nicht abkriege, habe ich hier so einen Reparatursatz mit so Quetschverbinder. Jetzt schneide ich mir quasi hier ein Stückchen raus. Ne? So bis hierhin ungefähr. Und dann biege ich mir das halt zurecht. Verstehst du? Dafür zum Zurechtschneiden gibt es dann so eine Teile hier, ne, so einen Rohrschneider. Läuft dann wahrscheinlich gleich Bremsflüssigkeit aus. Aber ich habe ja der Umwelt zuliebe hier Pappe unter. Und die haben ganz schön dick hier irgendwelche Schmatterzeug hochgeknallt. Das bringt gar nichts.
Ja, ich hätte auch neue Bremsleitungen nehmen können, aber man muss irgendwo mal die Kirche im Dorf lassen. Da baue ich ja noch 300 Jahre dran. Das geht doch so, wirklich, ohne Quatsch. Also verkehrssicher und alles, ne? Schnurzi Bozi. Jetzt machen wir das hier auf. Einmal die Schraube. Einmal die Klemmquetschring. So. So. Mal kicken. Guck mal hier schön so, siehst du. Das ist voll Bremsflüssigkeit. Das pumpe ich dann auf bis 10 PSI, also fast ein Bar oder einen halben Bar. Das wird hier rauf gemacht. Da wo der Bremsflüssigkeitsbehälter ist. Und wird dann aufgepumpt und kurz stehen gelassen. Und dann gehst du unten an der Lüftungsschraube, machst da die Flasche ran mit dem Schlauch. Und tust so, als würde ich in einem Auto sitzen und pumpen. So, hier pumpe ich das jetzt auf. Da bildet sich quasi dann schon Druck. In dem Bremssystem und dadurch kannst du sehen, ob die Leitungen dicht sind oder nicht. So, jetzt ist quasi die Bremse dann auch fest. Na, die noch nicht, da muss auch Bremsflüssigkeit drin. Dafür habe ich diesen Behälter. Hier. Und wenn der Wind so doll ist, tut es mir leid. Dieser Behälter kommt unten auf die Entlüftungsschraube rauf. Hier. Dann drehst du mal auf, machst du wieder zu und drehst du mal auf. Du hast ja oben den Druck. Ne? So was gibt es übrigens auch mit Druckluft. Und dadurch kannst du sehen, ob in diesem Schlauch Luft kommt oder auch nicht. Jetzt kommt, siehst du? Das ist ganz schön dreckige Plürre noch, weil das ist ja nicht so schön, das Zeug. Ne? So, machst du wieder zu. Dann wieder auf.
und wieder zu und so weiter, immer hin und her, bis die Luft aus dem System raus ist. Du siehst ja dann im Schlauch, ne, sagte ich ja schon, dass da die Luft dann halt ist. Also ich finde das gar nicht so schlecht. Und das war diese 50 Euro Investition, glaube ich, auch wert. Bremse jetzt erstmal lüftet, hoffe ich mal. Dann mache ich das Ding da oben wieder ab und dann sollte das auch funktionieren. Man kann das jetzt probieren, indem man in der volle Pulle auf die Bremse latscht. Ne, hier muss man noch ein bisschen nachziehen, jetzt sieht ein bisschen feucht aus. Hier sieht es gut aus, aber hier muss man nachziehen. Na, das sind halt so Kleinigkeiten, die man dann noch machen muss. Ne? In meiner Becherpistole habe ich jetzt Permafilm drin in schwarz, da der Vorgänger das auch alles ein bisschen mit schwarz ingesifft hat. Mache ich das alles nochmal nach, ein bisschen. Ja, und das ist halt der alte, der sieht halt so aus, ne? So, kennt ihr ja schon, hat euch schon mal gezeigt. Eine neue Spannrolle ist schon drauf, ne? Die macht jetzt auch ihren Dienst. Ja, und das ist ja quasi der neue, der ist dann so, der glitzert schön, der ist perfekt. Ne? Und den müssen wir jetzt irgendwie aufmachen. Dazu muss das immer oben um die Lima unter die Spannrolle durch, ne? Hier so, also so Lima da oben, so rum, so zack und dann hier so über die Kurbelwelle. Hm. Okay, ich versuche mal mein Glück. Dann geht es hier rum, darum, warum. Ja, scheint auch richtig drauf zu liegen. Hier, da auch, da oben. Jo. So, und dann einfach hochdrücken. Flump, flup, flup, flup. So. Dann hoffen wir mal, dass er seinen Dienst tut, so wie sie das gehört. Ich sehe gerade, dass der da oben nicht richtig drauf hängt. Also müssen wir das nochmal ein bisschen korrigieren. Jetzt hat das glaube ich gepasst. So. Na, Freunde, die Batterie war schon wieder leer. Ganz klassisches Ding, ihr kennt's ja. Wir haben jetzt hier mit 160 Newtonmeter angezogen, die Räder. Ich überlege aber noch, ob ich hier hinten die Stütze unterlasse, die ich mir da hingestellt habe. Weil. Ich das nochmal unterkriegen muss, Auspuff und von unten das machen muss. Ne? Oder ich mache jetzt das fertig. Du bist unangenehm. So. Ich habe jetzt hier Ziegelsteine unterlegt. Und eine Matte, damit sich das Rad nicht wieder so indrückt in den Motor. Verstehst du? Die fliegt wahrscheinlich weg. Keine Ahnung. So habe ich mir das vorgestellt.